Allheilmittel-Dienstpflicht. Gegen die Einsatzunfähigkeit der Bundeswehr, bei der sich niemand mehr bewirbt. Gegen die Pflegekrise, weil niemand mehr für einen Spottlohn unsere Alten pflegen möchte. Und gegen die Bildungskrise, weil die jungen Leute auch nach 2 Uni-Abschlüssen noch keinen Funken Lebenserfahrung haben. Gegen all das Dienstpflicht. Doch in Wahrheit geht es gegen die Politik, die uns all das eingebrockt hat. Politik, die die Bundeswehr kaputt gespart und die Pflege vernachlässigt hat. Politik, die Schulkindern Französisch beibringt, aber keinen Gemeinschaftssinn. Jetzt wollen Politiker mit Hunderttausenden junger Menschen die Löcher stopfen, die sie geschaffen haben. Dabei könnten sie selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Wer vor dem Bundestagsmandat ein Jahr im Altenheim geschuftet hat, wird die Pflegekrise nie wieder vernachlässigen. Und ja, natürlich stimmt es, dass ein Jahr beim Bund, im Altenheim oder im Kindergarten niemandem schaden wird. Aber es ist nicht die Aufgabe des Staates, seine Bürger zum Glück zu zwingen. Ich habe gerne im Altenheim gearbeitet, habe meine Alten gewaschen, ihnen vorgelesen und mit ihnen Radio gehört. Ich habe mein soziales Jahr gerne gemacht, aber vor allem freiwillig. Das Pflichtjahr ist ein Notnagel, der als Allheilmittel verkauft wird. Aber um Deutschlands Herausforderungen zu meistern, brauchen wir nicht mehr Pflichten, sondern mehr Pflichtgefühl.